Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Unser heutiges Ziel ist es, diesen Dungeon-Boss mal so richtig zu verprügeln. Einfach, weil wir es können. Ich werde dich nicht attackieren. Ich werde dich hier attackieren, aber du wehrst dich ja eh nicht. Oh! Oh, den kenne ich sogar schon. Ja, komm her. Das war jetzt relativ easy, wenn man ihn eindrängt. Wenn man ihn hier einkerkert. Was haben wir denn hier? Eine Fee oder was? Okay, das passt. Und eine Teleportmöglichkeit. Das ist schön, dass sie das in dem Spiel wieder drin haben. Damit kann man den Dungeon überspringen. Und kann dann halt hier direkt in den nächsten Raum weiter dann. Vom Dungeon-Eingang aus. Hier geht's nochmal runter? Wieso? Und wohin? Ach, ich ahne es. Die kommen doch runter, oder? Ach, nee. Okay, da erreiche ich nichts. Hier geht es nur noch mal darum, dass man sich aufheilen kann. Okay. Von mir aus. So, bitte öffnen. Und damit... Bosszeit. Ihr verarscht mich, oder? Ihr verarscht mich! Ein Troll als erster Boss! Ja, lol. Autsch. Ja, nee, alles klar. Alles klar. Ach, nee. Diese Wichser haben mal echt einen Troll als ersten Boss installiert. Wie kann man so asozial sein? Komm her, du Kackviech. Wait. Achso, der wird immer wütend und dann nicht mehr so. Oh, ne. Fuck. Scheiße. Okay. Well, whatever. Game over. Vierter Part ist in Ordnung. Das war jetzt auch ein gemeiner Gegner. Das war jetzt auch echt ein gemeiner Gegner. Hätte ich nicht gedacht, dass sie ausgerechnet Moldorm als Gegner installieren würden. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Das hat ja super funktioniert. Schön chillig. Sobald ich ihn erreichen kann, erreiche ich ihn auch. Oh, jetzt ist er wütend. Ist das ein Witz? Der war ja voll lächerlich! Mann! Der war echt lächerlich, Mano! Okay, wir kriegen immer einen Herzcontainer, dann sterben wir nicht mehr so schnell. Das ist doch schön. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl deiner Herzen wurde um 1 erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Yay! Schön. Gehen wir mal weiter. Ich kotze es trotzdem an, dass ich hier eine Bombe brauche. Ich muss bei den Dungeons hier echt Backtracking machen. Das ist ja ein Müll. Und wir erhalten auch eine Violine. Und wir müssen sie sogar nehmen. Wir dürfen den Dungeon jetzt nicht mehr verlassen. Ahem. Wie der legendäre der Held das Masterschwert aus einem Stein zog, so ziehst du jetzt diese Violine aus der Luft. Die Musik finde ich bis hierhin echt geil. Sumpf. Ein Weg öffnet sich in den Blumen.
Okay, krass. Wir haben jetzt ein Musikinstrument erhalten. Ach, und können es auch hier gar nicht. Scheinbar müssen wir... Okay. War die Geige jetzt ein Sammelinstrument? Uhu, das ist ein Instrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest, denn das war so ein schwerer Dungeon. Vor allem der Boss war total schwer. Ach, das war ein Witz. Der Boss war das einzig nicht schwere hier an diesem Dungeon. Wenn man da stirbt, muss man sich echt blamieren. Also, naja, dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Webenfisch zu wecken. Schuhu! Du musst sie alle 7 finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Deswegen werde ich jetzt alle 20 Minuten auftauchen und dir was erzählen. Schuhu! Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Ach, da war doch auch was. Ach ja, uhu! Hä? Was ist denn jetzt? Da war ja noch was. Ja, dann sag doch was. Ach, und jetzt kann ich hier drüber, ne? Nice. Das heißt, noch ein Herzteil für mich. Oh, geil. Hab ich, weiß ich noch irgendwo von einem vierten? Ich hätte gern gleich das... Bisschen Power ist immer gut. Ich weiß auch nicht, warum ich die Viecher immer noch besiege. Vielleicht sollte ich da jetzt endlich mal aufhören damit. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Okay, die kann ich nicht haben. Es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Miplons. Ey, Moblins. Was das genau bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber es ist schrecklich. Ah, dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Hahuha, hey. Und das sag ich dir jetzt nicht. Ich finde es besser selber raus, Mann. Okay. Ist das hier das richtige Haus? Nein! Okay, okay, okay. Ach, das ist die Dorfbücherei. Ach. Das ist ein Regal. Was? Das hast du auch gefunden? Das ist ja geil. Na gut. Nein. Ich lese doch keine Bücher. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir früher oder später dieses Buch da oben holen müssen. Ach, und jetzt ist es wieder aktiv. Das ist ja lustig. Oh! Das ist so entsetzlich. Sie haben meine Komet entführt. Die Moblins. Warum kommt du tief, keiner? Das ist jetzt die falsche Sprache. Ich kann kein Französisch. Es tut mir leid. Sie haben ernsthaft diesen Kettenhund geklemmt. Warum? Wer würde das tun? Warum würde man das tun? Total unlogisch. Ich finde die Story geil. Und die Musik. Ja, warum hilft keiner deinem Komet? Wo ist denn dein Komet? Ja, ja. Ach, in Madame Miu Mius Haus hat sich eine furchtbare Tragödie ereignet. Diese furchtbaren Moblins aus den Taltalhöhlen. Es ist so schrecklich, aber ich kann nichts tun als Kern. Sorry. Was sagt denn unsere Süße hier? Die müsste jetzt auch total schockiert sein. Hallo Stroi, Talin ist zu Hause und schläft. Dabei scheint draußen doch die Sonne und alles ist schön. Ich könnte das nicht. Ich singe lieber und zwar jetzt die Ballade vom Windfisch. Sie gibt halt einfach einen Fake. Nice. Es juckt sie halt einfach nicht. Schön. Schnarch, hä? Ruf doch Ulrira an, wenn du eine Frage hast. Schnarch. Okay. Also in die Taltalhöhlen muss ich. Ist hier hinten eigentlich auch was? Nee. Komisch. Egal. Ich werde die Hühner nicht attackieren. Das ist gemein. Sowas macht man nicht. Ja, dann gehen wir halt mal und retten diesen Kettenhund. Das, also so retten wir ihn jedenfalls nicht. Ach, da oben. Da sind noch mehr? Lol, das sind auch noch Häuser, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und da ein Haus immer erst markiert wird, wenn man mal drin war, muss ich da jetzt auch rein. Wohl oder übel? Achso, da kann ich gar nicht rein, ins andere kann ich rein. Okay.
Als ob. Sie sehen alle gleich aus, meine vier Jungs, aber ich kann sie manchmal, auch ich kann sie manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich habe eine in der Kragenkämmennarte gesehen. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und ich glaube, dass ich mich später im Gebirge verehren werde. Suchst du mich dann dort? Klar, warum nicht? Okay, und du bist dann der Vierte, oder was? Hey du, was hältst du eigentlich von Marin? Hahuha, hey! Ach so, es geht mich nichts an. Süß, wird da eine Romanze getriggert? Das wäre cool. Osten, Urunga-Steppe und Zoodorf. Also hier ist alles nix. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, I'm so sorry. Ich dachte, ich kann euch nicht verletzen. Es tut mir so leid. Weil ich doch... Oh no, jetzt habe ich dem armen Fuchs wehgetan. Oh nein, wie kann man nur so ein böser Mensch sein wie ich? Ich hasse mich. Zauberwald. Wo seid ihr, Drecksviecher? Ich bin doch hier richtig, oder? Hier richtig? Bin ich hier richtig? Da hinten ist auf jeden Fall das Herzteil. Das werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Ach, hier kann man abkürzen. Das ist ja nice. Tja, easy. Fehlt nur noch eins. Und ist das hier Talhüllen? Da hier muss man sogar hin. Das ist ja praktisch. Was sagt denn unser kleiner Freund hier? Ein Fisch im Wild ist kein Fisch und kein Vogel! Okay, Dude. Alles gut. Hier sind die Talhüllen. Boris Hütte gleich in der Nähe. Das wird Boris sein, vermute ich mal. Denn ich bin gut im Vermuten. Okay, was haben wir denn hier? Hä, was willst du schon hier? Du kannst doch nicht reinkommen. Ich bin mitten in den Vorbereitungen. Okay, Boris will nicht, dass wir reinkommen. Das akzeptieren wir natürlich. Wir sind ja lieb. Kann ich nicht heben, oder? Nein. Schade. Ah, der leuchtet. Den sollte ich mir merken. Was sind die... Ach du Schon. Das merke ich mir mal. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen. Okay. Tamaren Sperrig Schleimsumpf. Okay, also hier können wir scheinbar nicht weiter. Ja, gut zu wissen. Hier sind wir auf der Seite. Okay, okay, okay. So langsam verstehe ich, wie hier alles zusammenhängt. Das ist doch schön. Hier ist der Fratzenwald. Aber der ist ja gar nicht so groß. Oh, sie leben. Ach. Oh, nice. Oh, passt. Ziel erreicht, viertes Herzteil. Damit erhöht sich die Maximalzahl in unserer Herzen um 1. Was doch auch mal gar nicht schlecht ist, ne? Nice. Naja, du kannst mir mal gar nichts. Jetzt sind wir auf dem Friedhof. Okay. Oh no. Wenn man Gräber berührt, kommen da Geister raus. What the fuck ist das hier für ein Friedhof, bitte? Holy. Aber wir können sie alle besiegen. Und dann sind wir wieder hier. Die Maulwürfe sind ja echt gruselig. Oh. Ach, und hier wäre der Rückweg. Ah, den können wir noch nicht nutzen.
Okay, also ich hoffe, dass wir bald diese Steine hochheben können. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe. Ich würde mal sagen, wenn wir da gewesen sind, dann ist doch alles wieder schön. Ihr könnt mir gar nichts. Was wollt ihr mir schon tun, hä? Ihr seid ein Nichts. Ein Niemand seid ihr. Okay, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. In der nächsten Folge werden wir diesen Hund retten. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo hinten sein oder so, keine Ahnung. Ja, falls euch die gefallen hat, wie gesagt, Like und Kommentar. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ebenso, wenn ihr ein Abo von mir weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.